Hallo, hier ist der Stefan Lark vom Musikhaus Schleile. Ich stelle euch heute die hervorragende Paul Reed Smith Tremonti SE vor. Viel Spaß dabei! Diese Paul Reed Smith Gitarre spiele ich heute über den Black Star Amp HT5S mit einem clean und einem verzerrten Kanal. Und um das Ganze noch so ein bisschen zu boosten, an der einen oder anderen Stelle habe ich den Boss Super Overdrive noch mit dabei. So, die Gitarre ist so aufgebaut. Ich fange immer beim Gitarrenkopf an. Wir haben die Mechaniken von der Firma Paul Reed Smith, die sehr, sehr stimmstabil sind und natürlich sehr, sehr gut verarbeitet, wie alles bei dieser Gitarre. Dann haben wir einen eingeleimten Mahagoni-Hals, ne? Ein Palisander-Griffbrett, ihr kennt das ja. Dann haben wir Medium-Bünde, die sehr schön verarbeitet sind, sehr, sehr glatt, sehr gut geschliffen. Wir haben die Mensur 635 mm, das heißt, man kann das Ganze auch mit etwas kürzeren Fingern sehr, sehr gut spielen, so wie ich die habe. Das Ganze kommt natürlich einer Les Paul auch sehr nahe. Dann haben wir Bird Inlays. Ihr kennt das ja von der Firma Paul Reed Smith. Das ist ja deren Markenzeichen. Wir haben zwei Humbucker, und zwar die Hausmarke der Firma. Wir haben, und das ist natürlich auch ein bisschen was Besonderes, zwei Volumen und zwei Tonregler und eine feste Brücke. Ich spiele euch jetzt einfach mal ein bisschen was Rockiges vor. Dann hören wir das Ganze. Jetzt mal den Clean-Kanal und als erstes den Steghambacker. Zwischenposition. Und Hals-Pickup. Ich finde wirklich ein wunderschöner, runder Klang. Nicht zu künstlich, sehr transparent. Ich würde einfach sagen, ihr kommt mal im Musikhaus vorbei und probiert dieses Prachtstück selber aus. Ja, viel Spaß dabei.